Rocker The Tape. Mach ruhig einen Unterschnitt, einen Überschnitt und einen frei. Okay. Ja? Und die ersten beiden versuche ich dahin. Mhm. Und den dritten versuche ich einfach auf dich zu bringen. Okay. Ein Unter, ein Über. Die beiden hin und dann einen frei. Erstmal mit Unterschnitt anfangen? Ja. So, ich hoffe, die Übung hat euch gefallen. Ich wollte noch mal ein paar Punkte ansprechen zu dieser Übung, die mir wichtig erscheinen. Punkt Nummer 1, die Schlägerspitze nach jedem Schlag nach vorne zeigen. Das ist besonders wichtig bei dem dritten Ball, denn ihr wisst da nicht, ob der in die Vorhand oder in die Rückhand kommt. Und wenn ihr da nicht in der Neutralen seid, ist der Weg einfach zu weit und ihr seid dann zu spät am Ball. Ganz wichtig. Schlagansatz oben bei den Topspins ist auch wichtig, dass ihr nicht von zu weit unten startet. Das ist mir bei der Rückhand öfters mal passiert, die dann auch daneben gegangen sind. Daran muss ich auf jeden Fall arbeiten. Also ich habe lange kein Balleimer-Training mehr selber gemacht. Deswegen war das mal ganz lustig wieder, weil ich eigentlich nur selber Balleimer-Training gebe. In dem Zusammenhang auch die Bewegungen müssen zum Netz, also nach vorne gehen. Ja? Richtig in den Ball reingehen und nicht auf den Ball warten. Und der wichtigste Punkt ist hierbei, der Balltreffpunkt muss dünn sein. Ihr braucht die Beschleunigung aus dem Arm. Aber der Balltreffpunkt darf wirklich nur tangential sein, also ganz dünn getroffen, damit ihr die nötige Rotation erzeugen könnt. Ganz wichtig dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch nach oben, abonniert unseren Kanal und haut sie weg. Ciao, ciao!